Ich habe mich da schon mehr oder weniger kopfmäßig entschieden, wer so mitkommt. Und nachher entscheide ich das eh nochmal. Setze Kurs auf den brasilianischen Korridor. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Gemeinsam haben wir unsere Aufgabe erfüllt. All diese Angst, die Avatar erzeugt. Man kann sich nur Sorgen machen. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Oh, der Psi-Soldat ist komplett ausgebildet. Da können wir einen zweiten ausbilden, wenn wir noch Zeit haben. Obwohl. Ah nee, lohnt sich nicht. Es wird nicht leicht. Aber im Moment ist es unsere einzige Option. Stimmt. Wir müssen den Commander sofort informieren. Dann mal los. Commander, Central, die Schattenkammer hat die Analyse der DNA des Avatars abgeschlossen. Sie hat die genetische Sequenz identifiziert, die nötig ist, um das psionische Tor zu durchqueren. Perfekt. Wir können dieses Avatar-Projekt endlich ein für alle Mal beenden. Allerdings erfordert das Tor mehr als eine Übertragung genetischer Daten. Die Sequenz muss Teil eines lebenden Subjekts sein. Der Schlüssel funktioniert nur zusammen mit dem Signal. Wir haben keine Zeit, um noch eins dieser Dinger zu suchen oder gar zu fangen. Nein. Den Teil kriegen wir hin. Wir machen unseren eigenen. Ist das Ihr Ernst? Ja. Auch wenn dieses Exemplar irreparabel beschädigt ist, liefert es uns seinen vollständigen genetischen Bauplan. Wir verfügen bereits über eine unveränderte Avatar-Vorlage aus der Schmiede. Zusammen mit dem Genmaterial aus der Geheimeinrichtung sollten wir die Prozedur hier vor Ort replizieren können. Und wo ist der Haken? Tja, nun, ohne ein Ältestenbewusstsein, denke ich, bliebe auch der neue Avatar so leblos wie das Exemplar vor uns. Ich kann zwar einen Körper erschaffen, aber nicht den dazugehörigen Geist. Ich kann es. Irgendwie. Ich manipuliere den neuen Avatar über das psionische Netzwerk. Sie wollen also eins von diesen Dingern fernsteuern? Nicht direkt. Und ganz sicher nicht ich. Eine direkte Verbindung mit Ihrem Netzwerk würde ein ernstes, wenn nicht sogar tödliches Trauma im zentralen Nervensystem verursachen. Wie es aussieht, kennen wir nur ein Individuum, das sowas in der Art überlebt hat. Das war was anderes. Der Stasis-Anzug hat die perfekte Verbindung zum Netzwerk hergestellt. Eine, die auf ihre Biologie zugeschnitten war, Commander. Von allen Kandidaten werden Sie die Verbindung am ehesten überleben können. Am ehesten ist nicht gut genug, Doktor. Das ist die einzige Antwort, die ich habe. Und unsere einzige Chance zur Durchquerung des Portals. Wir brauchen einen Plan, bevor wir durch die Haustür des Feindes stürmen. Das verschafft Ihnen Zeit, darüber nachzudenken, Commander. Ich muss darüber nicht nachdenken. Dieses Exemplar, dieses Wesen, ist völlig anders und viel stärker entwickelt als alles, was wir je gesehen haben. Und dennoch haben unsere Soldaten irgendwie wieder gewonnen. Kein Schattenprojekt offen. Richtig, er macht es nicht. Ich gehe einfach wieder. Ich gehe in Ruhestand. Tschüss, Leute. Viel Spaß noch mit Advent. Sie stammt vom Advent-Netzwerkturm. Sie haben mich gehört.
Er geht damit ein verdammt großes Risiko ein. Hallo, Commander. Ich muss Sie und Ihre Mannschaft loben. Ihre Bemühungen, das Widerstandsnetzwerk aufzubauen und die Wahrheit über das Avatar-Projekt aufzudecken, sind bewundernswert. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Wann hat er die je? Advent nimmt den Tod eines Ältesten nicht so leicht hin und hat die letzten Phasen des Avatar-Projekts beschleunigt. Sie planen nun die schnelle Verarbeitung allen überflüssigen menschlichen Lebens. Sie haben bereits damit begonnen. Der Advent-Redner wird bald einen Durchbruch in der Gentherapie verkünden. Eine letzte Behandlung für die Verfassung der Menschen. Milliarden werden die Kliniken aufsuchen. Sie kommen nie zurück. Ich konnte taktische Daten und Zugangscodes zum Advent-Netzwerkturm besorgen. Die Ansprache des Redners wird über diese Einrichtung weltweit ausgestrahlt werden. Das gesamte Advent-Netzwerk wird zuhören. Wir müssen diese Arroganz gegen sie einsetzen. Meine Informationen sollten es Dr. Teigen und Chefingenieurin Shen ermöglichen, die Kontrolle über die Übertragung zu übernehmen und ihr gesamtes Netzwerk von innen zu stören. Obwohl ich hoffe, dass diese Störung die feindlichen Truppen lange genug verwirrt, damit ihr letzter Angriff ein Erfolg wird, habe ich noch eine Bitte an Sie. Nehmen Sie Ihre Informationen. Sagen Sie der Welt, was hier passiert. Wecken Sie sie auf. Verkünden Sie die Wahrheit, bevor niemand mehr übrig ist, der zuhören kann. Uns beiden scheint die Zeit auszugehen. Leben Sie wohl, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Das Ende ist nah. Commander, ich habe unsere aktuellen Ziele anhand unserer jüngsten Erkenntnisse aktualisiert. Einen Augenblick hatte Teigen mir Hoffnung gemacht, als er sagte, die Ältesten würden sterben. Ich hätte wissen müssen, dass es nicht so einfach sein würde. Natürlich. Wir haben das Ziel eingegeben, Commander. Das ist unsere Chance, Advent mitten ins Herz zu treffen. Sobald wir den Netzwerkturm kontrollieren, können wir der Welt die Wahrheit über die Aliens zeigen. Danach gibt es kein Zurück mehr. Da fällt mir ein. Erstmal Trainingszentrum. Du bist noch müde. So, wir nehmen ja auf jeden Fall Mega mit. Mega kriegt noch... Gefechtsprotokoll. Unantastbar. Jetzt nicht übertreiben. Wo ist denn unser... Da, Heinrich. Oh, Heinrich fehlt doch die letzte Stufe. Wenn er in einer Runde nicht angegriffen hat. So ein Blödsinn. Obwohl doch, wenn er nach vorne stirbt, ist das gar nicht mal so praktisch. Das ist gar nicht mal nicht so unpraktisch. Wo haben wir denn unseren Nachzieh-Sniper? Sie hat zwar Schlitzaugen, aber das wird sie doch kompensieren. Wenn du dich bewegt hast, gibt es zusätzlich Treffsicherheit. Zurückschießen.
Lass uns erstmal gut sein. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringen Sie auf den Bildschirm. Ja, alles gut. Unsere gemeinsame Aktion ist abgeschlossen. Es hat sich eine neue Gelegenheit ergeben, die Pläne der Ältesten zu stören. Und meine Anhänger sind bereit, sie zu nutzen. Ja, jetzt finde ich natürlich nichts, um... um Informationen zu bekommen, ne? Um mich in der letzten Mission zu verstärken. Ich vergesse es immer wieder. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Die Mission, wo einst ein totaler, ein toter epileptischer Psioniker gekämpft hat in meinem Trupp. Das ist richtig. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Mach ihr, du hast eh nichts zu tun. Lang lebe der Widerstand! Leicht verwundete Soldaten können in den Kampf geschickt werden. Große Erschlossenheit. Ich habe gar nicht geguckt, was für einen Bonus ich bekomme für Südamerika. Ignoriere ich. Commander, ein zeitkritischer Einsatz wartet auf uns. Wir können unsere Scans hier immer noch später melden. Guck mal, der... Aber wenn wir diesen Einsatz versäumen, der coole Proof, der ignoriert einfach die Mission. Und es wird ein Verhängnis sein. Commander? Boah, es fehlen mir Illyrium-Kristalle dafür. Du willst mich einfach verarschen. Ich glaube kaum, dass sich an Bord dieses Schiffes jemand findet, der Mitleid für die sterbenden Ältesten... Und jetzt? Immer auf ein Net. Ach komm, wir machen jetzt einfach den Turm. Commander, sobald wir den Advent-Netzwerk. Gibt's keinen Zurück mehr. Alles oder nichts. Uns bleibt dann keine Zeit mehr für die Forschung oder die Versorgung unserer Verwundeten. Ich weiß, ich kann Infos bekommen. Beide Missionen. Es ist aber egal. Bedacht angehen, Commander. Das heißt, wir müssen mit weniger Personal auskommen als sonst. Wenn wir den Advent-Netzwerkturm infiltrieren wollen, müssen wir ein kleineres Team einsetzen, um noch weniger Aufmerksamkeit zu erregen als sonst. Ach komm, der Heinrich, der hat bis jetzt immer gute Arbeit gemacht. Und der früher entführt wurde, nehmen wir auch mit. Ah, jetzt fangen sie an drüben zu meckern. So, was wollte ich noch machen? Eigentlich wollte ich ihm eine bessere Ausrüstung geben, aber ich finde den Schlangenanzug gerade nicht. Und ich weiß gar nicht, ob er ihn tragen könnte. Ja. Ja, tut mir leid, kann ich mir nicht leisten. Das Bessere. Ah ne, du bekommst kein Psi, du bekommst, gib mal Ausrüstungsgegenstände frei.
Und du brauchst nicht den Stecker, du brauchst das Nano-Med-Kit. Was mich stört, ist, dass ich die Eisgranate ich mitnehmen kann, obwohl der Einsatz ging ja von Gegnern, solange ich nicht die gesamte Karte pulle. Danke Panther für das Lob. Panther schreibt, hallo Poof und Chat, wollte mal den Lob für die Arbeit loswerden, weiter so. Danke. Sowas hört man gerne. Ihr könnt gerne netter zu mir sein. Es ist an der Zeit, dafür habe ich die Maps jetzt einmal gestrichen. Das wird ein gestreichelt. Zuerst hacken wir das Herz des Atlanturms und ja, ich habe erstmal einen fetten Lappen geholt. Und habe erstmal die Maps angestrichen. Um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Während Atlant beschäftigt ist, so gehört wir sich das Portal und tragen den Kampf vor ihre Haustür. Wenn es gut läuft, sehen sie uns nicht mal kommen. Es ist riskant, aber unsere beste Chance. Wenn wir einmal anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Manus 1-5, infiltrieren Sie den Netzwerkturm. Finden Sie den Eintrittspunkt und hacken Sie sich ein, um an das Übertragungssignal zu kommen. Was guckst du mich so an, Uschi, hä? Alright, I'll go. Die kann sich schon mal freuen, ey. Sobald das andere Geschirr da ist. Schon unterwegs. Gehen wir nämlich aufs Feld und dann wird trainiert. Biete Feuerschutz! I'm on it. Biete Feuerschutz! Wo ist that sound? Halte Stellung! Ich glaube nämlich, das Geschirr, was sie zurzeit trägt, der zweite Mobs übrigens hier, damit man überhaupt versteht, was ich sagen will, hat die schon seitdem die geboren wurde. Und es hat eine Greifflasche. Da komm ich mit dem kleinen Finger nicht rein. Wenn der Hund mal losrennt, ist der einfach weg. Was ist da drüben? Das kann ich machen. Na los, zeigt euch hier los. Bleibe in Stellung. Aua. Ich finde, Proof hat süße Möpse. Habe ich auch. Da gebe ich dir recht. Kein Problem, Boss. Und jetzt Panik. Weil. Richtige Rüstung an. Nee, doch nicht. Schade. Ey, bin ich in Panik geraten. Ziel steht noch. Ah, bessere Idee. Obwohl, besser ist relativ. Den habe ich ganz sicher erwischt. Wird schon nichts passieren. So, hat der eine ganz gute Chance, den Kodex noch auszuschalten? Ja.
Ich öle meine Möpse übrigens nicht ein. Ich weiß gar nicht, warum der Chat sich sowas komisches fragt. Aber mein Mops bekommt zum Beispiel ein Öl, was halt das Fell, also das Fell unterstützt beim Wachstum. Ist vielleicht das Falsche, nicht beim Wachstum, aber er verliert weniger Fell dadurch und es funktioniert wirklich ganz gut. Das wollte ich auch der Uschi geben, aber Uschi frisst ihr Fressen dann nicht mehr, wenn das da drauf ist. Dabei ist das Öl nicht giftig und es schmeckt halt nicht schlimm und vor allem ist es teuer, also relativ teuer. Mit so einer Flasche von dem Öl als Futterzusatz zahlt man, ich glaube, die Flasche kostet 9,90 Euro und ich komme damit locker mal 2 Monate aus. Mir entgeht nichts. Moving over. Mir entgeht nichts. Habt ihr das gehört? Grabe mich ein. An sich kriegt Balthasar bessere Pflegeprodukte als ich. I'm going. Gerät jetzt wenigstens mal einer in Panik. Hallo, ich habe den Archon-Anzug an. Aber es interessiert keinen von denen. Es fehlt am verbesserten Ziehverstärker. Ja, jetzt würde ich gerne speichern können. Damit ich weiß, ob ich hier am besten den Wink, obwohl vom Gucken her. Geht in Ordnung. Ja, wird der Winkel besser sein als der rechte. Verbrannte Erde! Fick die Beute! Kein Mensch braucht die Beute. Ja, geschützt kann mir ja wohl egal sein. Vielen Dank fürs Abo von Anduka37. Vielen Dank. Tja, mehr vermag ich aber nicht auszurichten in der Runde. Außer, ja toll, du hast eine Zusatzaktion, das bringt mir gerade aber nichts. Nicht passieren. Er bleibt ja noch gefroren. Und er hat nur einen Zug. Steh unter Beschuss! Die Karte taktische Analyse ist echt so Hammer. Nicht schlecht. One down, thousands to go. Thank you.
Dann mal los! Okay. Du kannst das Geschütz sehen, aber das Geschütz kann nicht mich sehen. Jetzt sieht das Geschütz gar nichts mehr. Das war echt gut. Was ist da drüben? Ja, das macht dich geil. Alright, I'll go. Oh, yeah. Du heißer XCOM-Soldat. Du trainierst bestimmt auch häufiger. Im Studio. Bleibe hier! Wenn wir dran vorbeikommen, immer. I hope it's worth it. Wenn es sein muss. Ich bin bereit. Natürlich. Und weiter geht's. Got it, Deckung. What's over there? Schon unterwegs. Geht in Ordnung. Aber das hier vorne mit den Vieren, das war eigentlich wieder ein Fehler des Spiels. Normalerweise ist die Mission so aufgebaut, dass du immer zwei Gegner bekommst und nicht vier plötzlich. Aber dadurch, dass die anscheinend eine scheiß Patrouille hatten, war es dann einfach so. Ist das natürlich auf normal, klingt machbar. Nichts, was mich wegfickt. Bin dabei. Feuerschuss, Jenny. Ich denke, ich hörte etwas. Obwohl, auch auf dem Commander-Modus letztes Mal hatten wir so einen ganz schlimmen, sag ich mal, na, Bug war es vielleicht nicht, aber man hat schon ein bisschen viel gepult. Natürlich. Was ist da drüben? Running. Gebe Feuerschutz. Gebiet. Halte Position. Ich weiß, dass ihr dahinter seid. Oder auch nicht. Wenn es sein muss. Menace 1-5, Ziel in Reichweite. Hacken Sie jetzt die Kommandokonsole. I'm going. Ganz entspannt. Wir gucken uns das erstmal an. Verstanden, halte Position. What's over there? Nächstes Mal legendär. Nein, wir machen die normale Reihenfolge, dass man nach normal Commander spielt. Piece of cake. Status bestätigt. Wir haben die Kontrolle über den Netzwerkturm. Das Signal wird gesendet. We got something moving over here. Ja, los, zeigt euch! Easy going. Das Gebiet gesichert, Sir. Nur geringer Widerstand. Gut gemacht, Doktor. Ja, es scheint, als würde der Resonanzimpuls den gewünschten Effekt erzielen. Shan, Status. Hat's geklappt. Advent verspricht uns, diesen Durchbruch sofort allen Bürgern zugänglich zu machen. Vom Redner erfahren wir nun mehr. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren vertrauen wir nun auf Advent. Auf die Ältesten. Weil wir an die Möglichkeit einer besseren Zukunft geglaubt haben. Für alle. Heute wird dieses Vertrauen endlich belohnt. Advent-Friedenstruppen reisen mit dem größten Geschenk der Ältesten um die ganze Welt. Eine revolutionäre Gentherapie, aber noch viel mehr. Das Ende von Krankheiten, von Schwäche, von Schmerz. Der Beginn einer neuen Zukunft für uns alle. Ab heute. Wahre Menschlichkeit findet endlich ihren Platz im Universum.
Beeindruckende Leistung, Commander. Unsere Einheiten werden mit jedem Einsatz stärker. Habt ihr gut gemacht.